Skandalsitzung im Greifswalder Rathaus und tumultartige Szenen, nachdem die Chefin der Grünen dort mutmaßlich einen 80-Jährigen von einer Treppe gestoßen haben soll. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens, hier an diesem wunderschönen Montagmorgen, wo es ja schon wieder richtig heiß hergeht. Und ich muss sagen, unabhängig jetzt über den Fall, über den wir gleich noch sprechen werden, ist das auch mal wieder ein richtig interessantes Thema zum Thema Demokratie. Und wie stehen eigentlich Grüne, SPD und so weiter zu diesem Thema? Weil Nancy Faeser hat ja jetzt gerade gesagt, dass man jetzt auch im Rahmen dieser ganzen Demonstrationen gegen nicht mehr Rechtsextremismus, sondern mittlerweile muss man ja sagen, Demonstrationen gegen alles, was nicht links ist, unbedingt jetzt ganz schnell diese ganzen Zivilgesellschaften fördern sollte, weil die ja so toll die Demokratie schützen und deswegen müsse man jetzt das Demokratieförderungsgesetz schnell durch den Bundestag peitschen. Dazu machen wir im Anschluss heute Nachmittag noch ein Video. Aber gerade im Kontext von Demokratie schauen wir uns einfach mal kurz an, ja, wie SPD und Grüne und so weiter so zu diesem Thema in Greifswald stehen. Denn das ist so ein bisschen die Vorgeschichte zu diesem Eklat, der jetzt vor dem Rathaus hier stattgefunden hat. Und ich rufe dazu mal einen anderen Artikel auf, und zwar hier auch im Nordkurier. Und es geht hier nämlich um diese Sondersitzung, die da stattgefunden hat, zur Wahl eines stellvertretenden Bürgermeisters dort in Greifswald. Es ist nämlich so, dass der ganz normale Oberbürgermeister ja von den Bürgern gewählt wird. Deswegen Bürgermeister. Der stellvertretende Bürgermeister allerdings wird durch das Parlament dort gewählt. Und jetzt ist es so, dass im Sommer Kommunalwahlen stattfinden. Ja, aktuell hat ja dort eine Koalition aus Grüne, SPD und Linke die leichte, knappe Parlamentsmehrheit. Und jetzt ist es so, dass diese Bürgschaft dort, die dann eben bei den Kommunalwahlen ja im Sommer wahrscheinlich ein ganz anderes Ergebnis haben wird, wie das, was jetzt dort im Parlament für sozusagen die Bürger in der Politik ist, und die jetzt aber noch schnell die Wahl von diesem Oberbürgermeister einige Tage vor der Kommunalwahl abhalten wollen. Und jetzt muss man so gerade im ganzen Kontext von Demokratiediskussionen und so weiter schon sagen, ist es nicht wirklich mal wieder sinnbildlich? Man will hier also einige Tage vor den Kommunalwahlen schnell noch den eigenen Kandidaten als Oberbürgermeister ins Amt heben. Ne? Wahrscheinlich hat man einfach Angst, dass man in den Kommunalwahlen nicht mehr die Art von Mehrheit bekommen wird, die man jetzt noch hat. Und deswegen will man das Ganze eben vorziehen. So, das ist so ein bisschen diese Vorgeschichte und zeigt, finde ich, schon recht gut hier, ne, das Thema Demokratie und wie zumindest einige dort in den Kommunalsitzungen und so weiter denken. Ne? Hier steht es auch, das ist das Ergebnis der jüngsten Sondersitzung der Greifswalder Bürgschaft, bei der über einen Termin zur Wahl diskutiert wurde. Im Zuge dieser Sondersitzung kam es zu Tumulten, Zwischenrufen und dem Rausschmiss der Öffentlichkeit aus dem Sitzungssaal im Greifswalder Rathaus. So, und jetzt kommen wir langsam ans Eingemachte hier. Dort sind nämlich unter anderem auch Leute gewesen, wie zum Beispiel die Eva Nemzow, die ist nämlich Sprecherin der Bürgerinitiative Greifswald gegen Containerdörfer für Geflüchtete. So, diese hat wohl einige Zwischenrufe dort während dieser Sitzung und so weiter gehabt. Und deshalb wurde sie des Saals verwiesen, dann ist sie irgendwie rausgegangen, hat von irgendjemand während des Rausgehens den Laptop zugeklappt und daraufhin wurde eben diese Sitzung ohne Öffentlichkeit weitergeführt. Daraufhin haben dann die ganzen anderen Parteien, nämlich CDU, AfD und FDP, die das Ganze sowieso massiv kritisiert haben, zusätzlich auch den Saal verlassen
Und es kam dann zu einer Abstimmung eben über dieses neue Datum und so weiter. Also hier sieht man schon, das, was im Bundestag im Großen stattfindet, das findet wohl in den kleineren Landesparlamenten und so weiter in Deutschland mittlerweile auch überall statt. Ein riesiges Kasper-Theater sondergleichen. Ne? CDU-Fraktionsvorsitzender Axel Hochschild hat gesagt, das spiegelt die Arroganz der Macht ab. Ne? Diese drei Fraktionen halten aktuell eine knappe Mehrheit in der Bürgschaft und können so noch einen Kandidaten aus den eigenen Reihen ins Amt heben, ehe die Karten nach der Kommunalwahl dann neu gemischt werden. So, und jetzt ist es so, genau diese Frau, die eben von dieser Initiative ist, von der gleichen Initiative ist eben auch dieser 80-jährige Herr, die dann eben vor dem Rathaus sich versammelt hatten und demonstriert haben. So, und jetzt kommt auf einmal hier diese Grünen-Chefin ins Spiel, nämlich Katharina Horn, die wohl dann in einem Gerangel mutmaßlich diesen 80-Jährigen von der Rathaustreppe geschubst haben soll. Die Polizei bestätigte, dass deshalb gegen eine 25-jährige Frau Anzeige erstattet wurde. Dabei handelt es sich um Katharina Horn, die für die Grünen in der Bürgschaft sitzt und seit 2022 Co-Vorsitzende des Grünen Landesverbandes ist. Sie selbst sagt jedoch, das ist nicht so, wie sich das Ganze abgespielt hat, sondern es wurde laut ihrer Aussage einfach sie und andere daran gehindert, das Rathaus zu verlassen. Und dann sei es eben zu einem Gerangel gekommen und der ältere Herr sei gestürzt dann. So, dann kam erstmal ein Krankenwagen, hat ihn dort behandelt. Es gab aber wohl keine größeren Verletzungen, aber trotzdem gab es danach eben, ja, eine Anzeige gegen die Chefin der Grünen. Und jetzt ermittelt dort die zuständige Polizei und wird ja hoffentlich herausfinden, was dort tatsächlich passiert ist. Wie immer gilt hier erstmal im Zweifel für den Angeklagten, also bis sozusagen bewiesen wurde, was tatsächlich passiert ist. Aber ich finde, eigentlich fast noch interessanter ist die Art und Weise, wie dort wieder demokratisch abgestimmt und gewählt wird. Und gerade, dass dann eben von Nancy Faeser jetzt dieses Demokratieförderungsgesetz kommen soll, auf das wir bald noch hier, heute noch eingehen werden. Und das zeigt schon wieder, welch Geisteskind hier bei den Parteien aktiv ist. Und was man auch noch sagen muss zur Frau Katharina Horn, ne? Wenn wir uns jetzt nämlich nochmal diesen älteren Artikel anschauen, von der Bild-Zeitung von 2021, da von der Polizei erwischt, ne, Grünen-Politikerin beschädigt Wahlplakate von CDU und FDP. So, und das war genau jene Katharina Horn. Der hat dann sogar damals der Staatsschutz gegen sie ermittelt und sie hat dann auch später das zugegeben, dass sie in Greifswald Wahlplakate der CDU beschädigt hat. Ja? Laut Polizei soll die 23-jährige Tatverdächtige aus Greifswald zusammen mit einem 21-jährigen Mann insgesamt 8 Plakate der CDU und 4 Plakate der FDP mit Stickern versehen haben. In einem Rucksack fanden die Beamten zudem 100 weitere Aufkleber mit der Aufschrift "Korrupt", berichtet eine Sprecherin des Polizeipräsidium Neubrandenburg. Ja? Und das muss man sich mal vorstellen. Also du hast hier eine Politikerin, die hat es dann auch jetzt zugegeben übrigens. Ja, hoffentlich hat sie auch daraus gelernt, weil, liebe Frau Horn, in der Demokratie ist es eben so, will man eben ins Parlament oder in den Bundestag sogar kandidieren, wie es dort steht, dann muss man das mit legitimen Mitteln tun. Also nicht mit solchen antidemokratischen, indem man die Wahlplakate der Konkurrenz eben beschädigt und so weiter, sondern indem man selbst die besseren Argumente hat. Und ich finde, das untermauert noch so ein bisschen auch die Denkstoßrichtung hier und zeigt auch mal wieder, wo tatsächlich so ein bisschen die demokratische Gefahr aktuell in Deutschland lauert. Ich glaube nicht, dass wir diese Gefahr in der Opposition finden, sondern dass wir diese Gefahr vor allem in den aktuellen Regierungen suchen und finden sollten.